Im 4. Jahrhundert nahm der Petruskult in Rom immer mehr zu und stellte die anderen Kulte in den Schatten. Besonders gefeiert wurde der Todestag des Apostelfürsten am 29. Juni und das Fest Kathedra Petri am 22. Februar. Es lag nun am alten Totengedenktag und sollte ihn zum Begründer der römischen Gemeinde machen. Ikonografisch wurde Petrus immer öfter mit Moses im Alten Testament verglichen. Wie Moses das Gesetz erhalten hat, hat Petrus die Schlüssel erhalten. 380 wurde die römische Kirche zum Vorbild aller Gemeinden in Glaubensfragen. Diese Verordnung der westlichen Kaiser Gratian und Valentinian II. Wurde vom Ostkaiser Theodosius bestätigt, was die Position des römischen Bischofs immens stärkte. Wichtigster Faktor war jetzt die Untermauerung der ununterbrochenen Sukzession. Dafür wurde einerseits in der Calixtus-Katakombe eine Krypta der Päpste angelegt, andererseits eine Bischofsliste von Rom aufgestellt, wenn auch mit fiktiven Oberhirten. Als erster Bischof wird selbstverständlich Petrus genannt, der seit dem Tod Christi das Amt innegehabt haben soll. Auch die Schlüsselgewalt musste weitergeführt werden. Dafür halfen die Pseudo-Clementinen, ein legendenhafter Lebensbericht Papst Clemens I. Er soll als zweiter oder dritter Papst der Liste von Petrus die Binde- und Lösegewalt erhalten haben. Damit schien auch hier eine Sukzession gegeben. Alle diese Komponenten mündeten in der Lehre von der Sedes Apostolicae. Die römischen Bischöfe sind Nachfolger Petri und in Vollbesitz dessen Amtsvollmacht. Paulus trat seit dem 4. Jahrhundert etwas stärker hervor. Über seinem Grab wurde als Parallelstück zu St. Peter ebenfalls eine gewaltige Kirche gebaut. St. Paul vor den Mauern. Seit dieser Zeit häufen sich Darstellungen der beiden nebeneinander. Beide Apostel wurden zu den Ahnen des römischen Bischofs. Zur Binde- und Lösergewalt des Petrus kam die Lehrgewalt des Paulus hinzu.